In diesem Video wird eine Auswahl von Themen und Fragestellungen aus dem Bereich des Problemlösens im Zusammenhang mit der Psychologie besprochen. Psychologinnen und Psychologen untersuchen in diesem Zusammenhang, wie Menschen Probleme lösen, beispielsweise durch Herstellung eigener Hilfsmittel und die Zerlegung des angestrebten Ziels in mehrere Teilziele. Es können unter anderem zwei Problemlösungsstrategien unterschieden werden. Da wäre unter anderem die Unterschiedsreduktion. Es wird bei der Unterschiedsreduktion die jetzige Situation, also die Problemsituation, mit dem Zielzustand verglichen. Und das Gesamtziel wird in Teilziele unterteilt, um das Problem besser lösen zu können. Nun zur Mittelzielanalyse. Bei der Mittelzielanalyse wird überlegt, welche Mittel zur Erreichung des Ziels erreicht werden können. Bevor aber eine Aufgabe überhaupt gelöst werden kann, muss der Mensch eine Vorstellung davon bekommen, worin das eigentliche Problem besteht. Eine umfassende Darstellung des Problems in Form beispielsweise einer Zeichnung erleichtert dann die Problemlösung. Um die Problemlösungsstrategien untersuchen zu können, werden Experimente wie unter anderem das sogenannte Kerzenproblem durchgeführt. Bei diesem Experiment haben die Versuchsteilnehmer die Aufgabe, eine Kerze an einer Tür zu befestigen. Als Hilfsmittel stehen ihnen Reißnägel, Kerzen und Streichhölzer in einer Schachtel zur Verfügung. Eine Lösung besteht darin, die Schachtel ohne Streichhölzer mit der Öffnung nach oben mit den Reißnägeln an der Tür zu befestigen. In dieser nach oben hin offenen Schachtel kann schließlich die Kerze eingesetzt werden. Und damit wird dann auch die Kerze an der Tür befestigt. In manchen Fällen können sich Menschen zu bestimmten Objekten nur zu wenige Einsatz- und Anwendungsmöglichkeiten vorstellen. Beispielsweise die Betrachtung der gerade angesprochenen Streichholzschachtel ausschließlich als Behälter für Zündhölzer. Wenn man mit einem Objekt bzw. Gegenstand nur eine Funktion bzw. Anwendungsmöglichkeit in Verbindung bringt, wird dies als funktionale Fixierung bezeichnet.